Es ist Montag, der 15. Januar 2024. Die Woche fängt neu an. Wir starten jetzt in die neue Woche rein. Hinter mir seht ihr den Pool. Es ist 12 Grad. Es ist bewölkt. Und wenn ich mich mal so umdrehe, seht ihr hinter mir da das Restaurant vom Platz. Hier hinter mir ist die Fläche mit der Bar, die nur in den Sommermonaten dann geöffnet ist. Jetzt im Winter ist dann das Restaurant offen. Ja, und es geht heute einmal zu Ute und Thomas hin. Die beiden sind hier in der Nähe oder auch in Maseron auf dem anderen Platz. Die werde ich heute mal besuchen. Und insgesamt geht es eben halt los in die neue Woche rein. Und ihr dürft gespannt sein. Auf dem Markt am Sonntag habe ich mir Pilze gekauft. Und die werden natürlich jetzt fertig gemacht, weil die halten sich ja nicht so lange. Wow. Dafür habe ich 15 Euro bezahlt. Ja, plus nochmal zwei Äpfel dazu. Ich habe jetzt hier mal meinen Abwasserkanister mal wieder in Benutzung. Der ist also zusammengefaltet. Hier läuft jetzt das Wasser rein. Ich habe mal das Ventil aufgemacht und es läuft hier nichts daneben. Es läuft hier alles in den geschlossenen System hier hinein und füllt mir so ganz langsam diesen Behälter dann so voll. Dauert ein bisschen, geht nicht schnell. Aber es geht ihm halt nichts dabei und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Ich hatte mir ja schon letztes Jahr einen Spanischkalender gekauft und den habe ich jetzt ein bisschen Anfang des Jahres auch jetzt schon liegen lassen. Ich habe ja wieder einen für 2024 geholt und bin jetzt schon bei Nummer, 20. 21. Januar angekommen, obwohl wir gerade den 15. haben. Ich bin voraus. Es ist jetzt der 16. Januar, ich stehe wieder vorm Telefonladen, aber diesmal ist wirklich mein Limit abgelaufen. Das habe ich gerade eben verlängert, 20 Euro für 100 Gigabyte, wunderbare Sache. Und jetzt fahre ich nach Los Olivos in der Nähe von Cartagena und da werde ich dann Ute und Thomas treffen und auf der Fahrt nehme ich euch dann mal natürlich mit. Die Strecke geht von Maseron nach Puerto de Maseron und dann durch die Berge hindurch. Ungefähr 25 Kilometer, insgesamt 30 Minuten bis nach Los Olivos. Die Strecke führt durch die Berge hindurch. Es ist relativ bewölkt, keine Sonne und es war aber relativ warm gewesen. Und ich halte es gleich einmal an einem kleinen Aussichtspunkt. Nun auf der halben Strecke nach Cartagena, einmal kurz angehalten, hier bei einem Aussichtspunkt. Den habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Den werde ich gleich mal dann einblenden. Und hier ist alles abgesperrt. Hier war früher mal ein Parkplatz gewesen. Ein größerer mit so einer Ausfahrt da. Das hat man zugemacht. Und jetzt kann man hier hochgehen. Und da nehme ich euch mal mit hin. Auf dem Aussichtspunkt befand sich ein Schild mit einer Karte. Und dort habe ich mal mit dem Pfeil mal eingetragen, wo wir uns ungefähr befinden. Wir schauen jetzt von hier oben einmal auf diese Erklärung, die dort oben stand, schauen wir jetzt hier mal in das Tal hinein und jetzt gibt es gleich einen Rundumschwenk. Da unten sehen wir gleich einen Kreisverkehr, da fahren wir gleich durch und wir sehen dann hier dieses Tal und ich zoome nochmal ran in die Richtung, wo es dann gleich weitergeht. Da hinten in der Ecke ungefähr liegt dann auch das Ziel. Ich fahre jetzt von dem Aussichtspunkt hier wieder runter, diese Bergstrecke. Schauen wir mal selber jetzt hier so ein Selfie. Ich war sehr langsam und sehr vorausschauend, also relativ wirklich langsam, muss man wirklich sagen. Cruise ich dann durch die Gegend. Hier ist jetzt der Kreisverkehr, von dem ich gerade gesprochen habe, den man auch oben sehen konnte. Jetzt rechts oben wäre jetzt hier der Aussichtspunkt. Und ich fahre jetzt durch den Kreisverkehr quasi geradeaus weiter Richtung Cartagena. Und bei der nächsten Einstellung jetzt sehen wir dann eine Abbiegung. Ja, ich bin da links abgebogen. Und hier geht es dann rein. Das war die Zuwegung zum Stellplatz Los Olivos. Ob das nun der richtige, zumindest hat mir das Navi das so angezeigt. Es gibt bestimmt auch eine andere Zufahrt. Gleich kreuze ich einmal eine Straße, von der man dann eben halt auch von rechts kommen konnte. Das ist wahrscheinlich die richtige. Hier ist die richtige Zufahrt, schätze ich mal. Und dann muss man hier reinfahren. Das ist tatsächlich dann die Zufahrt zum Platz hin, hier auf der linken Seite. Da halte ich kurz an und fahre dann gleich weiter in den Platz hinein. Ich fahre dann mal hier in den Platz hinein. Es gibt hier also dann ein Duschgebäude. Die Plätze sind mit Strom ausgestattet. Es gibt natürlich auch eine Fähr- und Entsorgung. Hier links das blaue Gebäude ist so ein Container eben mit Duschen und Toiletten. Und wenn ich jetzt so geradeaus weiterfahre, da steht dann gleich Ute und wartet da schon auf mich. Ja, hier ein gemeinsames Bild mit Ute und Thomas.
Und wir haben uns insgesamt 4 Stunden sehr nett unterhalten und beide haben dann aber auch schon wieder die Fahrt Richtung Norden angetreten. Es war ein wunderschöner Nachmittag gewesen. Es ist jetzt 6:30 am Dienstagabend. Ich habe gerade eben Ute und Thomas besucht hier auf dem Stellplatz Los Olivos oder Olivos. Ich werde das mal einblenden, wie der Platz genau heißt. Auch nochmal ein Bild von dem Platz. Und ich bin auch natürlich einmal über den Platz kurz rübergefahren. Das werde ich mal kurz nochmal einblenden hier in das Video rein, damit man sieht, wie das da so ungefähr aussieht. Also ein sehr schön angelegter Platz mit einem tollen Duschhäuschen auch mit dabei. Also wirklich echt toll gemacht. Ja, nun fahre ich dann wieder zurück. Ich wollte eigentlich ja schon um 16 Uhr zurückfahren. Nun ist es 6:30. Es wird hier gleich dunkel. Das heißt, ich fahre jetzt im Dunkeln zurück. Das wollte ich eigentlich ja möglichst nicht. Aber es ist noch wirklich wahnsinnig warm. Mein Thermometer sagt hier, es ist noch immer 20 Grad um diese Zeit. Und ich stehe hier direkt, kann man mal so zeigen, an dem kleinen Rathaus hier. Hier ist also eine Außenstelle vom Rathaus. Lokal, Municipal, Santa Barbara. Ist hier hinter mir ist die Kirche vom Ort, also ein ganz, ganz, ganz kleiner Ort. Und ich sage ganz ehrlich, außer diese beiden Gebäude ist hier auch nicht sehr viel mehr. Und natürlich der Stellplatz, aber wunderschön hier gelegen. Und nun fahre ich durch die Berge wieder zurück zum Stellplatz. Kaum noch mal kurz ein, weil morgen soll ja das Raclette-Gerät mal benutzt werden. Und dann kaufe ich dafür noch mal so Kleinigkeiten jetzt noch mal schnell ein. Es wurde dann auch schon recht schnell dunkel. Und dann habe ich ein paar Bilder von der Nachtfahrt Richtung Mazaron dann wieder zurück. Durch die Berge war es dann auch schon ein bisschen kühl geworden, aber insgesamt trotzdem noch so bei 20 Grad. Und ich komme dann abends hier in Puerto de Mazaron bei der Repsol-Tankstelle aus Richtung Norden wieder nach Puerto de Mazaron herein. Ich fahre durch Puerto de Mazaron hindurch. Dann noch einmal zum Einkaufen für den nächsten Tag. Da soll das Raclette ja ausprobiert werden. Ja, ihr Lieben, bin wieder zurück jetzt aus der Nähe von Cartagena. Hab ja Ute und Thomas besucht. Hab danach jetzt eben noch in Puerto de Mazaron eingekauft. Morgen gibt es ja dann das Raclette. Ich bin mal ganz gespannt, bin also gut wieder ankommen. Es waren 20 Grad die ganze Zeit. Also es ist durch die Berge gefahren, im Dunkeln bei 20 Grad und das am 16. Januar. Das ist der Hammer, wie schön warm das dann hier ist. Ja, hier wird gleich, noch nicht gleich, aber ich habe schon ein bisschen vorbereitet, habe die Sachen schon ein bisschen sortiert für morgen und Andreas wollte noch mal einen Tisch mitnehmen, mal gucken. Und dann richten wir uns das hier ganz gemütlich morgen ein. Das wird interessant werden. Mal gucken. Also ich habe mal wieder, wie immer, viel zu viel eingekauft. Mal gucken, was wir dann tatsächlich aufmachen davon. Auch viele frische Sachen dabei. Und dann schauen wir mal. So, wir werden jetzt hier grillen. Ich habe eben schon mal, oder das heißt grillen, Raclette machen wir jetzt. Ich habe hier dieses Raclette-Grill geholt. Andreas, hallo Andreas. Hi. Und ich. Und Otto ist auch mit dabei. Otto guckt da hinten durch und kann immer sehen, was hier alles passiert. Wir haben ziemlich starken Wind. Es ist aber einigermaßen warm. Und Andreas hat hier noch ein bisschen Geflügel mitgebracht. Hier ist der Kontaktgrill, um das vorzugaren, weil hier im Raclette zu garen ist ein bisschen ungünstig. Wir haben Zwiebeln, wir haben Fleisch, Pilze, dann haben wir Garnelen, die Pizza gehört nicht dazu, ein bisschen Soßen haben wir hier noch, Raclette-Käse, dann haben wir noch Kartoffelsalat, gut, der ist nicht selbst gemacht, Mozzarella, Soßen, Oliven, Tomaten und hier ist irgendwie Delicious Del Mar, Sabor, Trufa, ich habe keine Ahnung, was das ist, also irgendwas mit Trüffel, einfach mal probieren, Knoblauch ist mit dabei. Und wir hatten noch Reis und Mais und Tintenfisch, Karotten. Ja, und dann stehen noch ein paar Getränke dabei. Und dann werden wir uns das irgendwie. Achso, wir haben noch hier eine Gewürzgurken. Dann haben wir Pesto in Rot. Dann haben wir noch, wie nennt man die? Eine Spargel. Spargel. Genau. Dann haben wir noch Pesto de Autumn. Das ist auch ein Pesto mit Thunfisch. Dann haben wir hier noch irgendwie, keine Ahnung, Chili oder Paprika. Ja. Und das sind nochmal, aber hier sind frische Oliven drin und das sind nochmal in der Dose. Und ich glaube, wir werden satt. Und vor allen Dingen Zwiebeln. So, dann werden wir jetzt mal anfangen und das hier gemütlich machen. Wobei, blauer Himmel, aber Wind ohne Ende. Ah, so viel ist es nicht. Aber es nervt. Ja, ein bisschen toll. So, dann fangen wir mal an. So, wir haben jetzt ein kleines Fazit von den Geräten. Der Kontaktgrill, da kommt irgendwas raus, da habe ich gestern einmal hier unten hingestellt.
weil da so viel Bratensoße rauskommt. Oh, man sieht, das ist auch ein bisschen was auf den Tisch gegangen. Ja, der hat sich bewährt, weil der macht ganz schnell warm. Da ist also für einen Camper ist das ideal, wiegt ein Kilo oder eineinhalb und macht ganz schnell warm. Aber hier das Raclette-Gerät, extra so für zwei Personen mit Thermostat. Aber die Sachen werden nicht warm. Entweder liegt es echt am Wind. Andreas sagt, das könnte vielleicht der Wind sein, ne? Ja. Denke ich mal. Ja. Oder, ja, der hat einfach zu wenig Leistung. Oder eben halt der Abstand zwischen diesem Grillding und den Fändchen ist einfach zu groß. Ich fand es so toll, dass unten noch so ein extra Fach ist. Aber unterm Strich hat sich das jetzt überhaupt nicht bewährt. Wir haben noch ein bisschen was übrig. Toll war auch mal Surimi mal zu grillen auf dem Kontaktgrill. Pilze sind immer gut. Raclette-Käse. Ja. Und diese, wie heißen diese Dinger jetzt? Ich weiß nicht, diese weißen Würmchen mit Trüffel. Die waren auch gar nicht so schlecht. Und Andreas hat für sich jetzt auch ein bisschen entdeckt, dass diese, nee, die Burger-Soße war es nicht. Das war jetzt die, nee, das war Smoky. Es gibt hier noch einen da. Die andalusische Soße, dass die irgendwie ganz lecker war. Die hat ein bisschen mehr Gewürz. Das ist nicht so ganz so wie Ketchup oder wie normale Chili-Soße. Da ist ein bisschen mehr Pfiff drin. Da schmeckt so ein bisschen mehr Gewürz drin. Ne? Ist gewürzig. Ja, das war jetzt so das Fazit. Achso, ja, die Pesto. Also das war auch nicht so unser Ding, muss man sagen. Die waren nicht schlecht. Sicherlich, wenn man die so selber macht, sind die besser. Aber die waren so ein bisschen, ja, sehr essig, ölig. Ja, ein bisschen mild, da war wenig Gewürz irgendwie drin. Das war nicht so das Tolle. Also wir haben jetzt alles mal einfach durchprobiert. Es ging ja nicht darum, jetzt einfach nur satt zu werden. Sind wir auch. Aber es ging darum, mal was zu probieren. Also Scampis auf dem Kontaktgrill, super Geschichte. Im Raclette ging das nicht. Vielleicht ist heute auch einfach zu viel Wind, wir wissen es nicht. Ja, wir haben das einfach mal alles so durchprobiert und vielleicht wandert der Kontaktgrill einfach irgendwo anders hin. Also ob der mitkommt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das Raclette-Gerät, das hat sich einfach nicht bewährt. Also darauf zu garen geht überhaupt nicht. Allein schon jetzt hier den Käse zu überbacken. Ich laufe die ganze Zeit auf volle Pulle hier. Mhm. Aber der Käse, der braucht Ewigkeiten und vor allen Dingen ist er ungleich. Die eine Seite hat eben zwei Schlangen und die andere hat nur eine Schlange. Mag ja sein, dass es vielleicht im geschlossenen Gebäude gut ist, aber für Camper draußen ist das einfach nichts. Nö, kann man sagen, das taugt nichts. Aber trotzdem sind wir satt geworden. Ja. Es ist noch viel da jetzt im Moment, wir haben noch echt viel hier. Und machen das uns jetzt noch ein bisschen so gemütlich, würde ich mal so sagen. Ne? Ja, auf alle Fälle. Ja, wir haben hier, in dem Anfang ist gerade das Motorrad los. Wir haben jetzt hier ungefähr 23 Grad, ich kann mal gucken, wie viel Grad wir eigentlich haben. Mal schauen. Wir haben jetzt hier draußen 24,5 Grad haben wir draußen. Ja, 24,5 Grad sind es hier draußen. Aber es ist sehr windig, sogar so windig, dass sogar meine kleine Konifere hier ständig umkippt. Mein kleines Bäumchen. Ja, ist nicht so, möchte das nicht so gerne mit dem Wind. So, dann sage ich erstmal, machen wir uns jetzt ein bisschen weiter gemütlich hier. Und dann haben wir euch mal mitgenommen bei unserem Raclette-Essen draußen am, heute ist der 17. Januar, ne? In Norddeutschland, da schneit es gerade ganz wie verrückt. Es ist also wirklich Schnee in Norddeutschland. Liebe Grüße an euch alle und auch, ja, Andreas sagt hier, im Schatten sind es 21 Grad, dann mag es sein, dass der Anhänger mit dem Thermometer steht in der Sonne. Dann ist natürlich ein bisschen wärmer dann irgendwo auch, ne? Aber wenn man mal so sieht hier, Andreas mit Sonnenbrille, obwohl wir im Schatten sitzen und da oben sind die Palmen. Also es ist wunderschön hier. Da oben kommt der Mond. Was, der Mond ist schon da? Ja, der Mond ist schon aufgegangen. Also wir haben es hier gerade, kann man so sagen, richtig gut. Ja, ja. Leider ohne Frauen. Aber Moment, jetzt haben wir wieder ein Thema, das wollen wir gar nicht ansprechen hier. Wir machen es uns hier einfach gemütlich. Andreas zeigt mir gerade, wo er gewesen ist. Und zwar hat er 5 Länder, 112 Städte und 345 Orte besucht. So, Andreas, jetzt alle aufsagen. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, ist natürlich Wahnsinn. Man kann ja mit diesem Google Maps ja wahnsinnig toll alles verfolgen. Die einen finden das ganz doof. Aber solche Sachen sind natürlich toll, dass man so ein bisschen Statistik hat, wo man nun gewesen ist dabei. Ne? Das ist Wahnsinn. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik aus Schleswig-Holstein gerade hier. Und den Witz, den ich erzählen wollte, habe ich jetzt schon wieder vergessen. So. Das ist mein Otti. Otto isst Karotten. Warte. Ja. Aus. So. Und jetzt. Oh, gewaltig. Hast du das gesehen? Ja, das war Wahnsinn, ne? Ja.
Es ist jetzt 19.30 Uhr und der Sturm ist hier ungefähr so wie der normale Wind an der Nordseeküste. Es ist sehr, sehr, sehr extrem windig. Wenn ich immer hier vorne links gehe, hier, da sieht man, wie die Palmen da schon sehr stark. Boah, vielleicht kann man es ja auch hören, trotz des Windschutzes. Es wird hier sehr kräftig, ein ganz, ganz kräftiger Wind. Am 17. um 19.30 Uhr hier in Mazaron. Brutalst. Boah, und nun hat sich die Gruppe hier aufgelöst. Wir haben wunderbar gegrillt und Raclette gemacht. Das Raclette hat sich nicht bewährt. Und nun bringe ich hier Andreas gleich seinen Stuhl wieder hin und die Decke von dem Otto, weil es war einfach zu doll mit dem Wind jetzt hier. Es ging überhaupt gar nicht und jetzt ist der Abend einfach zu Ende. Aber es war wunderbar gewesen festzustellen, Kontaktgrill ist für Camper draußen bei Wind ideal, geht gut. Aber Raclette bei Wind und Gasgrill bei Wind geht gar nicht. Boah, ich fliege hier gerade weg. Was für ein Wind hier, holla! Es ist jetzt Donnerstag, es ist jetzt kurz nach drei und ich besuche jetzt mal Heike und Jürgen und nehme dafür den Roller und nehme euch da mal mit. Dann nehme ich euch einmal mit. Im schnellen Vorlauf fahre ich jetzt mit dem Roller hier links an dem Pool vorbei, oben auf diese zweite, neuere Fläche des Stellplatzes. Hier fahre ich rein in die 200er Nummern. Da parkt jemand ein und ich fahre jetzt zu Heike. Die sitzt hier schon rechts und dann besuche ich Heike und Jürgen auf ihrem Platz und wir haben uns wunderbar unterhalten. Es war ein wundervolles Gespräch. Heike, Jürgen und ich wollen uns auch nochmal zusammensetzen, auch nochmal zusammen Buhl spielen. Und rechts ist hier die Entsorgung zu sehen. Ich fahre nochmal über den Platz jetzt hier in die Reihe rein, wo ich dann auch im November stehen werde. Ich war eben bei Heike und Jürgen gewesen. Wir haben uns wundervoll unterhalten. Wir werden nochmal weitere Termine machen, auch gemeinsam nochmal eine Ausfahrt machen. Also liebe Grüße an euch, Heike und Jürgen. Und nun werde ich erst einmal den Abwasch von gestern nachholen. Und da ist einiges dabei. Ich habe immer so ein Eimerchen. Und damit fahre ich dann gleich oder gehe eben halt gleich dann zur Abwäsche. Da ist noch bis 19 Uhr geöffnet. Und dann werde ich da erstmal schön mal alles sauber spülen. Beim Einpacken des Grills fand ich dann diese, ich glaube, es ist eine Nosferatu-Spinne. In dem Karton, den ich unter dem Wagen gelagert hatte, ja, die war schon gut 3 cm groß, würde ich mal so schätzen. Ich habe sie dann sanft wieder weggebracht, aber ich habe doch schon einen kleinen Schreck gekriegt, die war dann doch schon ganz schön groß. Ich glaube, die sind ungefährlich. Nun am Ende des Videos nochmal ein paar Bilder von den letzten Tagen. Hier nochmal Andreas beim Raclette ausprobieren und ja, in den nächsten Tagen wird hier ein großes Essen stattfinden zum Valentinstag auf dem Platz. Ja, eine neue Kamera hat sich leider nicht bewährt. Da hatte ich eine zu große Speicherkarte drin. Da wurden die Bilder dann leider nur mit so kryptischen Zeichen angezeigt, solchen ASCII-Zeichen. Auch da ist mir dann der Gedanke gekommen, dass ich euch mal meine Fotoausstattung nochmal zeigen werde in einem der nächsten Videos. Wie mache ich welche Videos? Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie man eben auf der Fahrt, ohne dass man seine große Dusche nimmt, vielleicht auch dann irgendwie duschen kann. Eine Camperdusche stelle ich euch vor. Hier nochmal der Grill. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch ein Like und abonniert den Kanal. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.